Hallo liebe Angelfreunde und willkommen zu diesem letzten Video des Jahres. 2018 geht zu Ende. Ja, es war für mich das erste Jahr in Deutschland. Zuerst einmal musste ich meinen Angelschein im März machen. Dann kam schnell die Heringzeit. Ich ging mehrmals an die Uferpromenade, um diese Lokaltradition zu beobachten und ein paar Fisch mitzubringen, um die typischen Gerichte zu probieren. Ich bin kein großer Fan von diesem Fisch und es gibt zu viele Leute, die ihn angeln. Aber es war eine großartige Erfahrung. Danach fing ich an, vom Ufer, aber hauptsächlich mit dem Kajak in der Ostsee zu angeln. Ich traf erfahrene Angler wie Ashraf, Torge und Dirk, mit denen wir mehrere schöne Sessions hatten. Wir konnten einen schönen Dorsch und meine erste Meerforelle fangen. Später kamen David und Jenny zu mir in den Norden. Ich hatte sie während ihres Urlaubs in Frankreich kennengelernt und war mit ihnen im Atlantik angeln. Wir konnten einige tolle Tage mit Kajakangeln verbringen. Die schönen Dorsche sowie Plattfische waren sehr präsent. Ich hatte sogar die Möglichkeit, meine erste schöne Meerforelle zu nehmen. Eine sehr schöne Aufenthalt mit Austausch und Geselligkeit unter Freunden. Dann ging ich zurück zum Süßwasserfischen, vor allem vom Ufer in Lübeck an der Trave. Ich traf Christoph, Tobi, Lennart und Björn. Wir durchquerten Lübeck und die Umgebung beim Streetfishing und verbrachten viele Tage am Wasser. Wir haben viele Barsche, Zander und Hecht bei Tag und bei Nacht gefangen. Ich ging auch zu meinen Grundlagen der Bandungangeln zurück, um zu sehen, was die Ostsee uns zu bieten hat. Ich war überwältigt von der Fülle der Fische, kleine Dorsche und Plattfische sind sehr präsent. Die großen Fische waren jedoch etwas weniger vorhanden als im Frühjahr. Aber nichts ist schöner, als einen schönen Sommerabend zu haben. Ich hörte nicht auf mit dem Kajak auch zu angeln. Ich machte einige Ausflüge
bei denen ich die vielen Makrelen und Ornächte sowie den traditionellen Plattfische und Dorsche angeln konnte. Allerdings ging ich absichtlich auf Seen, um nach den Barschen zu suchen, die sehr präsent wären. Während eines sehr schweren Tages habe ich einen großen Zander gefangen. Mein PB. Eine großartige Erinnerung. Nach all diesen guten Momenten bin ich im Urlaub nach Frankreich zurückgekehrt. Ich nutze die Gelegenheit, Freunde wiederzusehen und natürlich angeln zu gehen. Eine der schönsten Erinnerungen in diesem Jahr war das Angelwochenende mit Chris auf einer Insel vor der bretonischen Küste. Zwei schöne Tage bei idealem Wetter. Die schönen Pollacks und die Wolfbarsch waren sehr aktiv und hatten eine tolle Zeit. Ein unvergesslicher Aufenthalt. Ich konnte ebenfalls einen Ausflug auf der Seite von Brest mit Roma und Iago machen. Wir suchten nach Dorade. Ein Tag voller Spaß. Wie in jedem Jahr bin ich auch auf die Suche nach Glatthaien gegangen. Diese schönen und so kämpferischen kleinen Haie. Eine Freude, die mit den Freunden geteilt wurde. Sie kamen aus der Ferne, um diese Art vom Angeln zu testen. Am Ende des Urlaubs fand der SKF Sea Kayak Fishing statt, der größte Kajak-Fischbewerb Europas auf See. Ein Wochenende des Austauschs und der Geselligkeit mit all den Freunden. Und es markiert das Ende des Urlaubs und die Rückkehr nach Deutschland. Nach ein paar Wochen Fischen in Deutschland verbrachte ich 3 Tage in Amsterdam mit Dominik. Eine tolle Entdeckung, eine sehr schöne Stadt, Wasser überall und viele Fische. Wir haben vom Ufer aus sowohl im Tripfishing als auch im Bellyboot gegangen. Die Barsche und Zander waren sehr zahlreich und erfreuten uns Tag und Nacht. Eine große Hecht hat sich sogar zur Party eingeladen. Viele Touristen haben unseren Angeltrieb auf Foto und Video verfickt haben. Zurück in Lübeck vom Ufer im Süßwasser für einige Sessions. Die Kälte und der Wind beginnen zu kommen. Ich führe in den Süden Richtung München, um mit Dennis eine Wochenende lang im See zu angeln. Die Landschaft war großartig. Ein See am Fuße der Berge. Leider war das Angeln nicht einfach und wir haben schöne Zander verloren. Einige Hechte waren anwesend. Am zweiten Tag boten uns die Barsche ein Festival an, das wir mit großen Fischen von 40 plus nicht vergessen werden. Ein unglaublicher Aufenthalt mit meinem neuen PB. Zurück in Lübeck, Regen, Wind, aber vor allem Kälte. Und die Nacht kommt sehr früh.
Also muss man jede Minute genießen. So wie an diesem Tag in Kiel mit Paul. Ein schönes Treffen und Überraschungen mit schönen Plattfischen und einem großen Dorsch an Bord. In Lübeck zahlen sich die Abendausflüge mit Tobi aus. Die Dorsche und Köhler sind anwesend, mögen unsere Köder. Die Session sind wegen der Kälte recht kurz. Wir haben aber trotzdem eine gute Zeit. Vor Saisonende werde ich der Einladung der Bash Bros mit Dom und Danny für einen Tag in den Straßen von Hamburg folgen. Trotz der Kälte gelang es uns, einige Fische zu fangen. Wir sind nun in den Weihnachtsferien, ein Synonym für Familienruhe nach einem arbeitsreichen Jahr. In diesem Jahr könnte ich große Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland in Bezug auf das Angeln feststellen. Es war für mich das Jahr der Veränderung und Anpassung. Ich machte viele Entdeckungen und sehr schöne Begegnungen. Ein sehr lohnendes Jahr, das mir erlaubt, mich auf ein großartiges Jahr 2019 zu freuen. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und bis nächstes Jahr. Petri ein. Tschüss!